Wölfe faszinieren ihn. Michael Glock ist ihnen seit über 40 Jahren auf der Spur. Der Gymnasiallehrer hat ihr Verhalten studiert, ihre Sozialstrukturen. Er hat Exkursionen in Wolfsgebiete gemacht, nach Rumänien, Spanien, Italien. Die Wildheit fasziniert mich am Wolf. Mich fasziniert am Wolf die Rudelstruktur, die Intelligenz des Tieres, die Anpassungsfähigkeit des Tieres. Michael Glock lebt im Südbadischen. Und er weiß, auch hierhin wird der Wolf in den nächsten Jahren zurückkehren. Nur, das wird nicht ohne Konflikte abgehen. In Bad Wildbad reißt ein Wolf kürzlich über 40 Schafe. Die Emotionen im Land gehen hoch. Auf Spurensuche mit Michael Glock. Seine Leidenschaft gehört den Wölfen. Er will deshalb herausfinden, wer hat recht? Diejenigen, die den Wolf willkommen heißen, oder jene, die ihn am liebsten wieder ausrotten würden? Michael fährt zunächst zu Gernot Fröschle nach Bad Wildbad. Über 40 seiner Schafe hat er verloren. Ein Wolf war nachts in die Weide eingedrungen. Aber war die Koppel genügend abgesichert? Den betroffenen Schäfer nervt schon die Frage. Das muss man, das ganze Herdenschutz, das muss man gearbeitet bringen. Und das bringen die Betriebe nicht gearbeitet, weil die sind Oberkante mit dem, ja, mit dem Geschäft. Ja. Und ich hoffe ja nicht, dass jetzt heute der Tag über der Wolf hier kommt und eine neue hofft. Also, weil das hoffen wir mal nicht, aber sein kann es. Ja, weil sollen wir nur alles schaffen, das bringt man ja gar nicht geschafft. Das bringt man gar nicht alles gearbeitet. Man muss auch den ganzen Wolfschutz gearbeitet bringen. Wissen Sie, wie man? Ich weiß, ja. Von der Schafzucht leben, kein lukrativer Job. Mindestlohn 8,50 Euro, davon können viele Züchter nur träumen. Und jetzt auch noch der Wolf. Und auch den Bilder, die ich da auch noch gesehen habe, mit über 40 tote Schafe. Ja. Ja. Also, wenn es keine andere Lösung gibt, dann muss man halt tatsächlich an den Abschuss denken, so leid man es tut. Also ich bin sehr naturnah, sonst macht man sowas, so ein Geschäft da, ja, übrigens auch nicht. Und aber wenn es keine andere Lösung gibt, also. Schießen oder schützen? Gernot Fröschle weiß aber auch, Wölfe sind bei uns in Deutschland streng geschützt. Er führt uns über die Weide, auf der es passiert ist. Als er am Morgen des 30. April nach seinen Tieren sieht, ist er geschockt. Die Bilder verfolgen ihn bis heute. Vom Wolf gerissene Schafe. Grausam zugerichtet. Angefressene Schafe, ertrunkene Schafe, schwer verletzte Schafe. Halbgefressene Lämmer mit ihren Müttern daneben und lauter so Sachen. Und es war wirklich kein schönes Bild. Die Weide von Schäfer Fröschle. Sie ist in der Unglücksnacht nur von drei Seiten eingezäunt. Von der Flussseite her aber ungeschützt. Und genau von dort kommt der Wolf in der Nacht. Die Schafe waren nicht ungeschützt. Die Schafe sind so geschützt gewesen, wie sie seit Jahrzehnten hier geschützt worden sind. Und da hat auch keiner mit einem akut mit einem Wolfsangriff gerechnet. Außerdem ist hier felsig, der Untergrund ist felsig, da bringt man wahrscheinlich gar nicht ohne weiteres einen Zaun rein. Also das sind Probleme hier und Fragen, wie das in Zukunft überhaupt funktionieren soll, ich weiß es nicht. Fröschle wird für die getöteten Schafe zwar entschädigt, trotzdem sitzt die Angst tief. Viele Schafe bleiben drin. Jetzt sind sie alle drinnen, ne? Das sind nicht alle Schafe. Die meisten sind ja jetzt doch draußen in wolfssicheren Netze. Da draußen ist überall Gras und wir futtern da eine Winterfutter. Das ist nicht das Wahre. Der muss umdenken, er muss jetzt so einzäunen, dass Wölfe nicht rein können. Und er hat auch ganz klar gesagt, das ist mehr Arbeit. Er hat jetzt viel, viel mehr Arbeit und da muss man sich natürlich im Zusammenhang mit dem Herdenschutz auch Lösungen einfallen lassen. Wie kann diese Mehrarbeit entschädigt werden oder wie kann Hilfe geleistet werden? Denn die Schäfer sind ja mit ihrer Arbeit schon am Anschlag. Fragen, die die Politik beantworten muss.
Aber die grün-schwarze Regierung, weiß Michael, streitet über den richtigen Weg in Sachen Wolf. Er verfolgt die Debatten, weiß, wo die Konfrontationslinien verlaufen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ist ganz klar, wir müssen alles dafür tun. Landwirtschaftsminister Peter Haug zum Beispiel greift Umweltschützer immer wieder an, wirft ihnen eine naive Haltung in Sachen Wolf vor. Es ist ein Trugschluss ökoromantischer Gruppierungen zu glauben, dass der Wolf um Menschen, Siedlungen und Nutztiere einen weiten Bogen macht. Umweltminister Franz Untersteller gibt sich dagegen wolfsfreundlich und erklärt bei Auftritten mit Schäfern, mit Herdenschutzhunden und Elektrozäunen könne der Wolf kommen, die Schafhirten seien sicher. Aber trotz solcher an sich lobenswerter Aktionen des Umweltministers, sagt Michael, die Politik hat Fehler gemacht. Sie hätte schneller auf das Wiederauftauchen des Wolfes reagieren müssen. Da ist einfach Zeit verschlafen worden. Denn wir wissen ja aus allen Ländern, wo der Wolf auftaucht, dass mit dem Auftauchen der ersten Wölfe, die auf ungeschützte Herden treffen, die großen Probleme entstehen. Und ein sinnvoller Herdenschutz muss vorausschauen und der Herdenschutz muss eigentlich integriert sein und muss weitgehend funktionieren, bevor die Wölfe kommen. Inzwischen sind sie da. Und viele stellen sich die Frage, schießen oder schützen? Von mittlerweile einem Wolf in Baden-Württemberg gehen die Experten ganz sicher aus. Er hat sich sehr wahrscheinlich im Nordschwarzwald niedergelassen. Aber warum tötet ein Wolf gleich 40 Schafe auf einmal? Michael will darüber mit dem Freiburger Wildbiologen Felix Böker sprechen. Die beiden kennen sich seit Jahren gut. Felix, grüße dich. Hi. Alles klar bei euch? Ja, super. Komm rein. Jo. Felix Böker arbeitet für die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt in Freiburg. Jedes Fähnchen eine Wolfssichtung im Land. Hier laufen alle neuen Erkenntnisse über Wölfe in Baden-Württemberg zusammen. Ja, setzen wir uns mal. Wir können mal einen Blick aufwerfen auf die Bilder, die wir da gemacht haben. Auch der Wolfsriss in Bad Wildbad hat Felix Böker die letzten Wochen beschäftigt. Er selbst war nach dem Unglück vor Ort, um Spuren sicherzustellen. Das Verhalten ist das Typische. Das heißt, Wolf und auch andere Großbeutegreifer, die setzen natürlich beim Angriff am Hals an. Wir haben vor Ort jetzt eben geschaut, ob das wirklich mit einem Wolfsangriff zusammenhängt oder ob vielleicht auch eine andere Ursache der Grund gewesen sein könnte. Wir waren uns hier aber auch relativ schnell sicher eigentlich, dass das für den Wolf spricht. Wie kann das sein, dass so ein einziger Wolf so viele Tiere tötet? Ist im Prinzip dadurch zu begründen, dass in der Natur, wenn ein Wolf einer Gruppe Rehe zum Beispiel begegnet, dann reißt er eins, tötet ein Reh und die restlichen können entkommen. Mhm. Das wird natürlich im Gehege oder auf der Weide immer wieder ausgelöst. Einfach die Tatsache, dass da ein potenzielles Beutetier noch da ist, löst immer wieder diesen Instinkt aus, auch wieder zu jagen und zu töten. Der Windberghof bei St. Blasien. Hierhin hat Michael vor Jahren zwei Herdenschutzhunde gebracht, die die Weidetiere beschützen sollen. Das Thema liegt ihm am Herzen. Holger und Martina Albrecht bewirtschaften den Hof. Michael kommt regelmäßig zum Arbeiten hierher. Auf geht's! Ich bin der Großknecht und ich bekomme dann morgens die Aufgaben gesagt, die ich machen soll. Entweder Weide bauen oder die Ziegen holen, melken, wieder zurückbringen und dann mache ich das, was gesagt wird. An diesem Morgen ist Michael zum Melken eingeteilt. Fast 100 Ziegen wollen versorgt sein. Inzwischen ist Michael mit jedem Handgriff vertraut. Auch die Ziegen könnten ohne Schutzmaßnahmen auf der Weide leichte Beute für Wölfe sein. Ja, schön. Deshalb haben die Albrechts vorgesorgt und schützen ihre Tiere ganz besonders. Es ist Spätnachmittag geworden. Unterwegs zu einer der Ziegenweiden mit Futter für die Tiere. Na? Da Lori. Na ja,
Oh. Steinchen, das Steinchen, komm. Das Steinchen. Herdenschutzhund Lori bewacht die Herde. Den kannst du noch nicht als Druffstand. So. Dazu gibt es noch einen Elektrozaun. Ja, ohne Elektrozaun geht es ja gar nicht, weil das ist auch ein Schutz gegen den Wolf, klar. Mit dem Strom natürlich, wer kriegt ja gerne einen Stromschlag ab und das weiß ein Wolf. Und dann natürlich, weil ein Wolf ja eigentlich nicht gern rüberspringt und versucht unten durchzukriechen, ist eigentlich schon ein relativ guter Schutz gegen den Wolf. Auch mit den Herdenschutzhunden, die Michael mit auf den Hof gebracht hat, haben sie bisher gute Erfahrungen gemacht. Die Ziegen sind wesentlich besser gesichert. Wenn du so siehst, wie sich der Hund hier verhalten hat, er ist einfach immer bei der Ziegenherde. Da, wo der Hund hinläuft, laufen die Ziegen. Da, wo die Ziegen hinlaufen, da läuft der Hund hin. Also es ist sicherlich ein ganz großer Sicherheitsfaktor. Schießen oder schützen? Die Frage wurde vor mehr als 150 Jahren eindeutig beantwortet. Michael ist unterwegs nach Kleebronn. Hier fand damals ein regelrechter Feldzug gegen den Wolf statt. Mitten im Wald wurde nämlich 1847 der letzte württembergische Wolf gejagt und geschossen. Heute steht an der Stelle ein kleines Denkmal, der sogenannte Wolfsstein. Er erinnert an die gnadenlose Ausrottung der letzten Wölfe im Land. Für die damalige Zeit war das halt ein Riesenereignis gewesen. Ich glaube, den hatte man über 2 Jahre lang gejagt. Und dann am 20. März 1847 war es dann wohl soweit. Es war Schnee gefallen, man konnte ihn fährten. Und es war damals eine großstaatliche Angelegenheit. Ich weiß nicht, wie viele Treiber aufgeboten wurden und wie viele Schützen aufgestellt wurden. Es war eine Bestie, die sein Unwesen trieb. Es war das Wilde, was in diese sich entwickelnde Zivilisation, in diese Staatlichkeit einfach nicht mehr hineinpasste und was ausgemerzt wurde. Wie akribisch die Jagd auf den Wolf auch schriftlich vonstatten ging, entdeckt Michael im Staatsarchiv Ludwigsburg. Archivar Vincent Lenk zeigt ihm den Ordner mit Originaldokumenten aus der Zeit. Das ist ja sagenhaft. Aber das ist jetzt der Zeitraum. Sogar historische Zeichnungen mit Wolfsfährten sind überliefert. Und eine Liste mit den Namen derer, die an der Verfolgung des Wolfes als Jäger, Treiber und Schützen beteiligt waren. Der Schütze hat nach einer Erhöhung letztendlich 75 Gulden erhalten. Was etwa dem Jahresgehalt eines Waldschütz entsprach. Auch die Jagd ist detailliert beschrieben. Zum Ersten kam der Hofkammerwaldschütz Steib zum Schuss. Man muss dazu sagen, der Hofkammerwaldschütz, der war also wirklich vom Königshaus letztendlich, von der Hofkammer geschickt worden, also war schon ein relativ hohes Tier in der ganzen Geschichte. Der Hofkammerwaldschütz Steib auf 70 Schritte einen Schuss abgefeuert. So, der hat ihn erwischt mit einem Schuss auf 70 Schritte heran. Zum Zweiten wurde der Wolf getroffen vom Waldschütz, das ist entweder Kraus oder Krauch, von Kleebronn, der eben auf dieselbe Entfernung nochmal einen Schuss abgeben konnte. Der Wolf lebt immer noch. Und zu guter Letzt kam der jetzt bekannte Waldschütz Sorg von Eibensbach auf 25 Schritte heran und gab einen Schuss ab. Also der war ganz nah dran? Der war relativ nah dran. Und deswegen steht hier auch, sodass derselbe anzunehmen ist, dass derselbe der Erleger des Wolfs ist. Die Erlegung des letzten württembergischen Wolfes, auch ein Glanzstück deutscher Staatsbürokratie. Schießen oder schützen? Die Frage wird auch in Sachsen heiß diskutiert. Michael fährt dorthin, genauer gesagt in die Lausitz. Alles klar, wie geht's? Und trifft einen alten Bekannten wieder. Felix Böker aus Freiburg ist auch hier. Wie in Baden-Württemberg den Wölfen auf der Spur, beziehungsweise sein Hund Rieger.
Naja, sie hilft mir, die Losungen zu finden, die ein bisschen versteckt liegen oder die vielleicht verscharrt wurden. Ja. Oder ja. Schau mal. Also gezielstrebig. Sie geht zielstrebig, ja. Ah ja, da. Ah ja, ah, ja da. Ja, Wahnsinn. Ja, schau mal da. Wolfskot. Auch aus solchen Hinterlassenschaften kann man eine Menge herauslesen. So, genau. Dann brauchen wir natürlich als erstes Fotos auch, um im Nachhinein zum Beispiel noch anzuschauen, wie sah das Ganze überhaupt aus. Dafür. Im Labor wird jetzt eben genau die DNA untersucht, die hier in der äußeren Schleimschicht hängt. Und darüber kann erstmal die Artzugehörigkeit bestimmt werden, ob das wirklich ein Wolf ist oder vielleicht doch ein Hund oder ein Wildschwein, wer weiß, das kann auch sehr ähnlich aussehen. Und wenn die Probenqualität das zulässt, dann kann man dann eben auch genau das genetische Muster bestimmen. Das heißt, man weiß, kennt man dieses Tier schon, kann das anderen Proben zuordnen, die man schon mal gesammelt hat. Man kann sie auch abgleichen mit den Elterntieren, sofern man von denen auch Genetikproben hat und dann Verwandtschaftsverhältnisse auch zuordnen. Also im besten Fall weiß man Geschlecht, Elterntiere, Rudel, Population. Komm, Rika, komm weiter. Na, such. Ja, das sind natürlich ganz andere Bedingungen, ganz andere Landschaften. Hier in Sachsen, erzählt Felix Böker, leben mittlerweile deutschlandweit die meisten Wölfe, ganze 20 Rudel. Für die Erforschung dieser Vorkommen gibt das Land Sachsen im Jahr rund 800.000 Euro aus. Schon wieder frische Wolfsspuren. Felix Böker dokumentiert sie für das Lupus-Institut. Total klasse, nach einem Jahr mal wieder hier in dem Gebiet zu sein und mal wieder Losungen zu finden und mal wieder die Anwesenheit von Wölfen zu sehen, die hier vielleicht in der letzten Nacht durchgelaufen sind. Das ist schon erlebnisreich, ja. Aus ganz Deutschland kommen mittlerweile Besuchergruppen in die Lausitz, um sich über Wölfe zu informieren. Und das kleine Dorf Rietschen ist zum Mittelpunkt des Wolfstourismus geworden. Hier sitzt auch das Kontaktbüro Wolfsregion Lausitz. Stefan Karsche ist einer der Mitarbeiter, hält Vorträge zum Wolf, bietet Exkursionen an, beantwortet Fragen. Wenn jetzt da jemand andere Informationen hat, der eben genau weiß, dass damals schon Rudel da waren, dann ist das natürlich super spannend für uns. Das Kontaktbüro Wolfsregion Lausitz, das Zentrum für Wolfswissen in Deutschland. Das brauchen wir in Baden-Württemberg auch. Das brauchen all diejenigen Länder, die mit Wölfen konfrontiert sind. Und örtlich muss das natürlich sein, wo sich Wölfe etabliert haben, wie das hier auch ist. So, dass man rausgehen kann, dass man auf die Fährte der Wölfe gehen kann, dass das eigentlich auch authentisch ist, was man macht. Stefan Karsche nimmt Michael mit zu einem Punkt in der Lausitz, wo wir womöglich früh am Morgen Wölfe beobachten können. Die Landschaft, ein altes Braunkohlerevier, inzwischen ein Naturparadies. Und jetzt still sein. Hast du die Kraniche schon gesehen? Gesehen nicht, aber noch sind das sozusagen normale Begrüßungsrufe, wo die so Warnrufe ablassen. Und da sieht man schon, dass da irgendwas läuft. Meinetwegen ein Wildschwein oder ein Reh oder meinetwegen ein Fuchs. Stefan Karsche hat hier schon mehrfach Wölfe gesehen und gedreht. Wir sehen an dem Morgen leider keine Wölfe. Aber wir wissen, irgendwo da draußen sind sie. Michael ist trotzdem nicht enttäuscht. Habe ich eigentlich fast mit gerechnet, weil das war das x-te Mal, dass ich hier gewesen bin und auch nichts gesehen habe.
Aber es war doch trotzdem wunderbar schön, die ganze Atmosphäre des Morgens, die Vogelstimmen, die Kraniche und Wiederhopf, das war doch wunderbar. Aber so ist es halt. Die Begegnung mit dem Wolf ist selbst an solchen Stellen hier, was eigentlich Hotspots sind, keine Regelmäßigkeit. Abstecher nach Rosenthal. Das Dorf in der Lausitz ist bekannt geworden. Hier gab es immer wieder Wolfsübergriffe auf Schafsherden. Und auch hier fragt man, schießen oder schützen? Die Schäfer und Bauern, die hier leben, haben sich nicht mit den Wölfen abgefunden. Herdenschutz funktioniert nicht, sagen sie. Und Ökos und Umweltschützer, die den Wolf willkommen heißen, die haben sich hier sowieso gefressen. Immerhin, ein Bauer, der vorbeifährt, redet mit Michael. Hallo, Michael Glock. Ich komme aus Baden-Württemberg und wollte Sie einfach ein bisschen fragen, welche Probleme Sie hier mit den Wölfen haben. Oder wie ist die Stimmung hier im Dorf? Ja, wenn man einen Wolf anspricht, ist ja bei vielen sehr negativ. Viele sagen, ja, der Wolf muss sein, das muss sein. Aber gerade die bei den Opfern ist, wo es passiert ist, die sind halt sehr schlecht gelaunt, wenn man das anspricht mit dem Thema Wolf. Und was sagen die da zum Thema oder welche Lösungsmöglichkeiten haben die? Na, weg. Weg mit dem Wolf. Ja. Weg, also wolfsfreie Zone. Weidetierhaltung und Wolf geht nicht. Nee. Okay. Und er erzählt eine Geschichte, die er selbst auf seinem Hof erlebt hat. Über Nacht sind sie in die Ställe gelaufen. Haben sie zwei Flügel in die Tür gehabt. Ja. Der oberste Flügel war offen und dort sind sie reingegangen. Aber der Flügel war auf, ne? Das oberste. Das heißt, sind sie rübergesprungen. Aber die müssen ja quasi schon ins Dorf kommen. Ja. Na, ich warte da bloß auf den Moment, wenn die mal abends unter Kindern draußen spielen und dort oben mein Wolf zupackt. Was dann passiert. Also Sie haben auch die Befürchtung, dass die Kinder durch die Wölfe gefährdet sind? Die Wölfe haben keine Scheu mehr. Wölfe, eine Gefahr für Kinder? Über den Satz grübelt Michael noch lange. Er ist zurück in Baden-Württemberg und will mit den Militzer sprechen. Die Familie aus der Nähe von Ludwigsburg stieß im Januar dieses Jahres auf einen Jungwolf. Der streunte in der Dunkelheit über eine Autobahnbrücke bei Korntal. Genau an dem Ort, an dem das passierte, trifft sich Michael mit den Militzers. Hallo! Hallo, Herr Glock. Grüß Sie. Grüß Sie. Herr Glock, hallo. Hallo. Erzählen Sie doch mal, wie hat sich das Ganze ereignet? Ja, wir sind abends von einem Ausflug zurückgekommen und fahren hier vorne über die Autobahnbrücke drüber. Hier über diese Brücke, genau. Okay. Und plötzlich stand er vor uns mitten auf der Fahrbahn. Diana Militzer zückte sofort ihr Handy und filmte. Genau. Und da waren Sie sich sofort klar, das ist ein Wolf? Also für uns war das ein Wolf, uns war das klar, ja. Da ist er, da kommt er. Da kommt er auf Sie zu, ja. Wie war das Erlebnis für Ihre Kinder? Dann hatte ich die Scheibe runter gemacht und in dem Moment kam er dann auf uns zu. Dass dann der Kleine auch gesagt hat, Mama, mach das schnell hoch, nicht, dass der hier reinkommt. Also. Haben Sie Angst davor, wenn der Wolf wieder dauerhaft in Baden-Württemberg sein wird? Also Angst habe ich nicht davor. Also wie gesagt, ich gehe nicht davon aus, dass der Wolf sich öfters in Wohngebieten rumtreibt, weil ein gesunder Wolf ja ein scheues Tier ist und eigentlich mit den Menschen so nichts zu tun haben möchte. Das, was Sie ja erlebt haben, ist mit Sicherheit ein Wanderwolf, der sich ein neues Revier sucht. Und der war ja wohl auch neugierig und hat auch Verunsicherungen gezeigt. Der gerät dann einfach auf seiner Wanderung in diese Siedlungen hinein. Und da muss man sich überhaupt keine Sorgen machen. Das hat es in Niedersachsen auch gegeben. Das machen Wanderwölfe. Wo sollen sie auch überall hinlaufen, wenn sie sich nicht auskennen? Problematisch wird es erst dann werden, wenn Wölfe so etwas regelmäßig machen und geradezu immer zielgerichtet die Nähe des Menschen suchen. Dann würde man solche Wölfe auch als Problemwölfe einstufen und dann würden solche Wölfe auch entnommen werden. Der Schluchsee im Schwarzwald. Michael will einen Tatort besichtigen. Im Sommer vor einem Jahr wurde hier ein toter Wolf im Wasser gefunden. Erschossen und direkt an der Staumauer abgelegt. Christa Helling-Müller war damals eine der ersten am Fundort. Es war hier hinter der Absperrung vor der Staumauer. Ja. Mhm. Im nahen Uferbereich lag dieses aufgedunsene, beigefarbene Tier. Ein totes Tier oder auch ein Tier anzuschießen und dann im See verenden zu lassen, das ist untragbar, das geht nicht, sowas darf nicht sein und sowas muss auch verfolgt werden.
Darüber hinaus denke ich, dass ja, was jetzt im Moment geschieht, die Geschichte mit dem Wolf, ich denke einfach, der Wolf gehört nicht in unsere Landschaft. Also nicht in unserem Gebiet, nicht hier zu uns in den Hochschwarzwald. Der tote Wolf vom Schluchsee. Gerüchte, Spekulationen, Fragen machen die Runde. Wer tut so etwas? Rund 30 illegale Wolfstötungen gibt es in Deutschland bereits. Und auch hier am Schluchsee gehen Experten davon aus, der Täter will ein politisches Statement abgeben. Der Wolf gehört hier nicht hin. Es gab ja Veranstaltungen im Schwarzwald zur Weidetierhaltung und Wolf. Und da hat man ähnliche Stimmen gehört, hat man Stimmen gehört, wie ich weiß, was ich zu tun habe, wenn der Wolf bei mir übers Gelände läuft. Und auf der anderen Seite gibt es ja auch diese politischen Botschaften. Nach den ersten Rissen hieß es, der Wolf muss geschossen werden, der Wolf muss ins Jagdrecht, wir müssen wolfsfreie Zonen schaffen. Und da sind natürlich Saaten gesät worden, die hier vielleicht aufgehen. Jede Menge Akten über den illegal getöteten Wolf vom Schluchsee. Martina Wilke redet über die Ermittlungen der Freiburger Staatsanwaltschaft nur mit Journalisten. Michael muss deshalb draußen bleiben. Ein geschütztes Tier abzuschießen, sagt Wilke, ist eine Straftat. Seit einem Jahr ermitteln wir. Waffenbesitzer der Region wurden durchsucht. Und es gibt Erfolge. Zunächst mal richtete sich das Verfahren ja gegen Unbekannt. Insofern ist es natürlich insofern schon der akribischen Polizeiarbeit geschuldet, dass sich der Tatverdacht schon auf 9 Personen konkretisieren konnte. Inwiefern dann durch weitere Ermittlungen und durch weitere Beweise das noch weiter eingegrenzt werden kann, wird man sehen. Schießen oder schützen? Die Frage steht hier nicht zur Debatte. Wir sind in einem Wildpark in Bad Mergentheim. Aus sicherer Entfernung beobachtet Michael ein Rudel kanadischer Timberwölfe. Sandra Hertweg betreut seit vielen Jahren die Tiere. Zweimal am Tag ist Fütterung. Jeden Tag strömen die Menschen ans Wolfsgehege und sind fasziniert, wie Sandra Hertweg die Eigenheiten der Wölfe erklärt. Ihre Biologie und ihr Fortpflanzungsverhalten. Unsere Wölfe haben aktuell auch Welpen. Die Welpen, die werden in selbstgegrabenen Bauten aufgezogen vom ganzen Rudel. Die Leitwölfin bekommt die Welpen. Menschen, die kommen, um Wölfe in einem Wildpark zu erleben. Michael überlegt, ob sich dieses Konzept womöglich auch auf wildlebende Wölfe übertragen ließe. Glauben Sie, dass es auch so etwas wie Wolfstourismus in Deutschland geben könnte, der auch ein wirtschaftliches Standbein sein könnte? Glaube ich schon. Also bei dem Interesse, das am Wolf besteht, mit Sicherheit. Also die Besucher aber erzählen, wenn sie irgendwo anders waren, wie in der Lausitz oder in einem anderen Land, dass sie halt wirklich nach Wölfen geguckt haben. Und selbst wenn sie keinen gesehen haben, das Interesse ist unheimlich groß. Also das kann ich mir schon gut vorstellen. Ja. Am Ende führt Sandra Hertweg Michael an eine ganz besondere Stelle im hinteren Teil des Geheges. Und dann geht es los. Rückkehr der Wölfe nach Baden-Württemberg. In ein paar Jahren, so prognostiziert Michael, werden im Schwarzwald und anderswo wieder ganze Wolfsrudel leben, ob wir wollen oder nicht. Nur, was tun mit den Weidetieren? Wir werden lernen müssen, dass wir für die speziellen Bedingungen in Baden-Württemberg entsprechende Herdenschutzkonzepte entwerfen. Und das müssen wir wollen. Und wenn wir das wollen, dann werden wir das auch schaffen. Wir können nicht von Ländern in Afrika erwarten, dass sie dort Löwen, Leoparden, Geparden und Elefanten schützen. Und wir leisten uns den Wolf hier in Deutschland nicht. Das kann nicht sein.